Hallo und herzlich willkommen. Heute das Thema Torpa Haif. Ja, was ist mit der Torpa Haif passiert? Gestern hatten wir noch geguckt, keine Bienen. Haben die jetzt doch wahrscheinlich nur auf den ersten Waben vorne gesessen. Die anderen Waben, die waren hinten leer. Wir gucken jetzt einfach mal, was da passiert ist. Die Wabe ist leer. So sieht das hier aus. Ja, bis jetzt ist aber noch nichts auf ihn zu sehen. Ja. Ja, die Waben, die sind verschimmelt hier. Das heißt, die Bienen, die plündern hier schon. Das heißt, die Kiste muss unbedingt weg. Ja. Ich vermute, das Volk ist also ist nicht mehr da. Die Bienen plündern und deswegen muss ich jetzt dringend die Kiste wegstellen. Wir gucken mal rein, wie es von innen aussieht. Fürchterlich schlimm, aber die Torpa Haif gibt es nicht mehr. So, das war die Geschichte mit der Torpa Haif. Die Torpa Haif ist einfach eine einfache Geschichte. Aber warum es nicht bis jetzt funktioniert hat, ich verstehe es nicht. Man kann aber sehen, es ist relativ auch stabil gebaut, wie man die Waben so schön rausnehmen kann. Man kann es so schön sehen. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, über mehrere Jahre eine Torpa Haif zu betreiben. Ja, schade drum, wir werden es weiter versuchen. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick rein, wie das hier aussieht. Es sieht schlimm aus. So, wie das Ganze von innen aus. Hier wird also geplündert. Die Torpa Haif muss dringend schnell weg, damit sich keine Krankheitserreger hier verbreiten. Ja, so sieht das Ganze aus. Schade drum. Ja, kann man nichts machen. Soweit hin, werden wir weiter darüber berichten. Torpa Haif. Wir sehen uns bald wieder.